Hast du auch was anderes geschossen? Ja. Lass mich überlegen. So eine Hybrid-Sniper, Sturmgewehre, MP5, ganz klassisch. Also die MP5 hat wirklich Retorque, keinen Rückstoß, Digga. Das ist wie, ist schwierig zu beschreiben, aber verglichen mit so einer großkalibrigen Pistole oder so, hat die MP5, du hast das Gefühl, du schießt Luft so. Die ist so gut gebaut und so leicht, die Waffe. Also ich glaube, so eine MP5, ne, also Schalldämpfer-Version, so ein bisschen die leichte Variante, ich glaube, die könnte wirklich ein kleines Kind abfeuern, ohne halt vom Rückstoß, weiß ich mein, beeinträchtigt zu werden. Also hier, ich glaube, die Munition ist weg, wenn man die überlädt. Nee, hier gibt's nichts mehr. Mit einer AK nicht, nee, das habe ich bei einem Schießstand mal bei den Tschechen gemacht. Habe ich auch mit einer Draganov geschossen. Die hatte dasselbe Visier, was man aus Call of Duty kennt. Mist, verschlossen. Ja, wahrscheinlich Moment. Raketenwerfer, Digga, Ich weißt? habe einen Schlüssel. Wahrscheinlich. Wir Was kostet eigentlich die sein. Waffe verbessern? Ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Eher darauf warten, dass man eine findet. Ganz ruhig. Stimmt, mal den Bogen benutzen. Guter Call, Digga. Ich habe aber nur drei Pfeile auf Tasche. Lag da noch was auf der Bank? Ja, ein Holz. Aber ich glaube, das Holz macht, hat, ja, das hat we deutlich weniger Haltbarkeit als das, die Rohr. Das Stück Rohr, was wir schon im Inventar haben. Oh, sechs Shotgun-Muni. Da spiele ich jetzt ein auf! Da wird nicht geschliffen. Also, das Spiel gönnt ja gerade richtig, ey. Bruder, was für eine Waffe, Digga. Noch nicht mal geupgradet, den Lachs, außer ein bisschen Rückstoß. Alter, hat's die von den Füßen gesegelt. Liebe, Digga, Liebe. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Bei dem Schießstand-Chat, da hatten wir auch einen Militärausbilder, ne? Wo die Polizei immer zum Schießtraining geht. Einmal die Woche. Einmal die Woche wahrscheinlich. Einmal im Jahr. Und der hat uns halt manche Sachen erklärt und der hat uns halt erklärt, dass eine Shotgun so eine Mannstoppwirkung, Wort habt ihr bestimmt schon mal gehört, eine Shotgun hat so eine heftige Mannstoppwirkung, dass selbst wenn du eine schusssichere Weste trägst und du mit allen Kugeln oder nicht mal mit allen Kugeln getroffen wirst auf diese Weste, dann tut es dich trotzdem so von den Füßen segeln und es ist, als ob dich einen Schwerlasttransporter getroffen hat. Und solltest du das von den Quetschungen her und von der Wucht des Aufpralls überleben, bist du trotzdem ausgenockt. Egal, was du für ein Berg bist. Ne? Das, was die in den Filmen da immer vormachen, die haben eine Weste an, die kriegen da Schüsse in der Hut, Digga. Das geht vielleicht noch irgendwo noch bei kleinkalibrigen Waffen. Aber wenn du mit einer Shotgun einen Schuss kriegst auf einer einigermaßen vernünftigen Distanz, du stehst nicht mehr auf, egal was du für ein Berg bist oder Weste hin oder her. Weil dafür sind diese Waffen gedacht, um auf kurze Distanz den maximalen Schaden zu verursachen. Geisteskrank, wie der das alles so erklärt hat. Das war wild. Der hat uns auch dieses Schießtraining so beigebracht, als ob wir halt in seiner, als ob wir bei ihm in der Ausbildung wären. Also der hat uns so richtig für voll genommen, alles so erklärt. Schnelles Nachladen, puff, puff, peng. Das war richtig geil. Das hat ultra Laune gemacht.
Und er hat uns auch erzählt, dass die meisten Polizisten, die machen blau beim Schießtraining. Und dann müssen sie erst nächstes Jahr wieder. Und so kommt es zustande, dass manche Polizisten 2-3 Jahre ihre Dienstwaffe nicht mehr abgefeuert haben und quasi völlig, völlig ungeübt an der Waffe sind. Und dann in so Situationen einfach nicht so warm sind. Achso, die können ja mich auch sehen. Wahrscheinlich sieht man das, wenn man selber Polizist ist, anders. Aber ich glaube, ich würde schon regelmäßig Schießen trainieren, damit ich im Fall der Fälle vorbereitet bin. Aber wahrscheinlich will man gar nicht daran denken, einen anderen Menschen zu erschießen zu müssen, ne? Also Kampfgebieten kann ich viel schneller rennen. Schnapp. Schönes Gebiet hier gerade. Gibt nicht mal Loot, oder was? Da oben. Das wäre ehrenhaft gewesen. Bisschen mit dem Rasenmäher cruisen, Kapi? Wie wär's damit? Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ob ich vollautomatisch schießen dürfte? Ja. Aber wir haben immer Einzelschuss abgegeben, weil wir haben halt auch... Also wir haben Präzisionstraining quasi gemacht. Sei sehr auch mit bewegenden Zielen und dann von einem Ziel aufs andere nachladen, okay, wieder zurück. Und das halt präzise wie möglich. Ja. Haben wir noch mehr von diesen Klickerdingern? Mit der Pistole war das dann. Oh, Scheiße. Mit Laser. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ist die Sniper stark genug, um einen Klicker mit einem Schuss zu erledigen? Nee. Okay. Ist das Bild. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Das Let's Play kommt auf den Story Games Kanal, jawohl. Wichtig und richtig. Hey! Needle, danke für die 5 verschenkten Subs. Hab dich auch gerade selber subben sehen. Sehr korrekt. Checkmate. Gönnt meine Nipio eine Bombe. Und bedanke dich, wenn ihr den Sub ergaunert habt. Danke dir. Für die Sub-Bombe. Nicht mal ein paar Pillen liegen hier rum. Das ist ja schon wieder eine Frechheit. Ein halbes Klebeband. Wenigstens etwas. Oh! Habt ihr gesehen, wie er sogar in das Magazin der Shotgun greift für die Munition? Also diese Details. Das gibt einen Pfiff. 5 Schrauben auf dem Schrecken. Das sollte reichen. Na los, na los, na los!
Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Hundehaus. Gar nix. Basketball. Die FPS sind sehr gut. Bis jetzt sind mir keine Frame Drops aufgefallen. Storytechnisch am Anfang. Da war ein Werkzeug. Wo? In dieser Hütte? Ach so, du meinst das, ne? Ja. Die Box sah so ähnlich aus, hast recht. Aber da hätte ich ja gesehen, dass ich damit interagieren kann. Apo Red, bist du's? Ah, hier sind nochmal ein paar Pillen. Red wieder in seiner 5. Immobilie am Chillen. Mit den siebenstelligen Investitionen hat er sich gegönnt. Was er da auch in dem einen Video rausgehauen hat. Inmitten von Hamburg. Okay, wir sind haut er da einfach völlig falsche Immobilienpreise raus. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Wahrscheinlich für eine Wohnung 500.000, 600.000. Gehen wir weiter. Nee, er hat viel weniger gesagt, ne? 300.000, 400.000 oder so hat er gesagt. Mitten von Hamburg. Hilf mir hier mal kurz. Nee, erstmal looten. Ja, er meinte genauso 400k meinte er. Aber ohne Gardinen. Was ist denn voll? Die Lappos sind voll. Was können wir uns denn davon schönes craften? Dann craften wir uns noch eine Molly, wenn der Lachs voll ist. Also monitechnisch sind wir echt sehr gut bedient gerade. Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Was möchtest du? Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Nochmal 5 Pillen. Nice. Danke für über 5.700 Subs aktuell, Chatterino, Macarino. Schmackhaft. Schmackhafter Support. Hä, hab ich 5.700 gesagt? Bruder, wie kann man so verloren sein? 7.500. Ah, ich kann nicht mal mehr Zahlen lesen. Auf den Schrecken. Wieder Cam aus. Besser ist das. Halb am Boden, ja, ist so. Muss man auch der Realität ins Auge blicken. Die Brücke ist nicht mehr weit. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Ja!
Double kill. Ah, so eine Shotgun. Die macht schon, was sie soll. Jetzt wäre ein Holster gerade sehr nützlich gewesen, ne? Mitten im Fight fängt er da an, sich hinzusetzen und im Rucksack zu wühlen. Also sagt mir, was ihr wollt, Chat, aber egal welches Storygame man spielt, eine Shotgun zu haben ist immer geil. Die machen immer Laune. Sag mal was auf dem Tisch. Pfeil vielleicht? Ein kaputter Pfeil. Das Pokémon Storygame, ja, aber kein Shooter-like. In Pokémon gibt es tatsächlich keine Shotgun. Ja, in Elden Ring gibt es keine Shotgun direkt, aber es gibt ähnliche Mechaniken. Gedacht. Wir müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Und direkt wieder zur Shotgun. Das Spiel liebt mich aber auch. Jungmut unsterblich. Ja. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Nötigen. Zweier KD, ja. Laugenstange, danke noch fürs Jahr voll gemacht. Niklas, danke auch fürs Jahr. Gönnt euch beide das Sub-Badge. Undead, gönnt ihr noch hier 2 Euro Donation, sagt, hab gestern bei Instant Gaming Elden Ring geholt und eben gerade Margaret gefickt. Jetzt erstmal Pause und nebenbei deinen Run auf YouTube gucken. Lass dich da aber nicht verwirren, Brudi, ich war auch am Anfang bei Elden Ring auch noch ziemlich lost. Aber ja, viel Spaß dir beim Luschern. Und Margaret, gebumst, da hast du schon mal den ersten wichtigen Step gemacht. Alles okay. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich dir empfehlen, noch unten die komplette Insel zu looten. Unterhalb der Starthöhle, wo du quasi aus der Tutorial-Höhle rauskommst. Hört ihr das? Da gibt es viele Kirchen zum Tränke verbessern. Wichtig, das Gebiet. Los, ihr zwei, lauf! Oha. Los, komm! Scheiße. Überleg mal, wie knapp das war. Will jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier. Komm mit. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Yeah.
Braucht Deckung! Den Flur runter. Durch die Klassenräume geht's schneller. Naja, nicht so clean, aber reicht. Digga, also wie viel Shotgun-Muni ich finde, das ist schon bodenlos. Dafür, dass die Shotgun so stark ist. Also jetzt mal ernsthaft. Bruder, ich habe wirklich hier gerade Shotgun-Loot. Shotgun-Loot aus der Hölle. Apropos Instant Gaming-Chat. Ihr könnt noch unterm Stream, wenn ihr Bock habt, meinen Partner Instant Gaming abchecken. Da gibt's PlayStation-Guthaben, stark reduziert immer. Also immer so 10%, 15%, 20%, je nachdem, wie viel ihr nehmt. Und Instant Gaming steht dafür, dass ihr euren Key instant bekommt. Während des Bestellvorlaufs wird er schon im Hintergrund für euch zurechtgelegt und ihr habt den direkt nach dem Kauf. Habt ihr den. Immer. Sehr geiler Partner, wenn es um Spiele-Keys angeht. Und ja, bei einem kleinen, aber feinen Kauf supportet ihr mich noch ein bisschen, wenn ihr darauf Lust habt. Die falsche Richtung. Hier lang. Also ich habe auch bestimmt schon 1500 Euro oder so gelassen bei Instant Gaming und nie Probleme gehabt. Mittlerweile gibt es auch Steam-Guthaben. Das gab es eine Zeit lang nicht. Aber ja, mittlerweile haben die es auch. Wir müssen an denen vorbei. Schau nach, ob sie etwas dabei haben. Nimm alles mit. Da können wir lang. Den Flur runter. Du willst wirklich weiter? Na dann los. Der eine ist gerade ganz schön abgesprintet, ja. Dachte, ich kann die easy zu dritt holen. Nacheinander. Aber der eine war schnell dran. Aufgierig. Alle leer, die Spinde. Bodenlos. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Also die 80 Eugen sind auf jeden Fall lohnenswert. Gerade wenn du das Spiel noch nie gespielt hast. Also weder damals auf der PlayStation 3 noch das Remastered auf der PS4. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Oh nein. Oh nee, ne. Oh nee, ne. Oh nein. Verdammt, was ist das denn? Ein verdammter Blut. Ein was? Ellie in Deckung. Ich mach das. Oh, my God.
What the fuck? Der reißt dir nicht den Arsch auf, sondern ja. Das war ja ganz schön gruselig, ey. Sag ich ehrlich. Heute wieder Rückgrat gebrochen bekommen, viel Bock. Der Bree braucht keine Weste, ne. So erschrocken, du Sau! Dieses eine Mädchen nach dem Abschminken. Ach, okay, das war jetzt echt ein fieser Call, Digga. War doch gar nicht so schwer. Okay, die Shotgun knallt bei denen echt rein. Oh, was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich glaube, der Molly macht aber auch viel Damage over time noch bei ihm. Endlich hier weg. Bitte. Oh, 10 Schrauben. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir auf, Joel. Also ich glaube, die auf der höchsten Schwierigkeit sind wahrscheinlich mega tanky. Gut, dass wir so viel Shotgun-Muni haben. Kavalt jetzt auch, Chat, ne? Ganz schön, also hätte man viel cleaner spielen können. Ich habe auch ein bisschen Risky immer gespielt. Bin immer ran hier mit der Pistole, beziehungsweise mit dem Revolver. Wollte ich auch noch Damage machen. Hätte man ja direkt hier ein bisschen cleaner spielen können mit der Shotgun, aber... Was soll der Geist?
Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, kommt schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, okay! Ich hasse diese Dinger! Okay, geschafft, dann los! Komm hoch hier! Kein Gesicht mehr. Wow, sogar das ist sehr realistisch. Ziemlich hoch. Gesicht verloren wie ApoRed. Der ist auch gut. Der ist auch gut, ja. Hier lang! Den da, Baller. Oh! Leichte Beute! Hier ist noch eine Leiche! Lauf weiter! Ich bin hinter dir! Oh, ja! Also jetzt, wenn man die nicht wegreißt, dann sind sie trotzdem immer am Taumeln. Dann kann man sie im Nahkampf wegkloppen. Ein ins Haus, los! PlayStation mit oder ohne Laufwerk? Na, wenn du deine Spiele sowieso nur online kaufst, dann ohne Laufwerk, logisch, ne? Ich gehe und sehe mich hier hinten um. Meines zum Beispiel ohne Laufwerk, weil ich nur noch online kaufe. Schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann Lass sich den Job... Tess daraus! Ganz das tief hat nichts mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln. Also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus! Okay. Oh, dein Nemesis, guter Call. Daran kann mich der Ehrenbruder-Chat auch mal erinnern, dass wir Metro Exodus noch zocken, wenn mal wieder ein Storygame-Loch ist. Die Zellen sind noch okay. Das 4K 60 Frames-Patch für PlayStation 5. Und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Lecker, lecker. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel. Das gehört auch mir. Ups. Oh, Chat, wir sind doch im Schraffenland. Du hast mein Zeug geklaut und bist weg. Ist es so, Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was.
Gute Idee. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lasse es dich wissen. Ich habe alle Tomb Raider-Teile gespielt und sogar auf 100%. Und glaub mir, bei dem ein oder anderen Tomb Raider-Game war das wirklich zeitintensiv. Hat aber Bock gemacht. Sind geile Spiele. Bereit. Naja, aktuell gibt es eine Rabattaktion bei Level Up 342 mit Gutscheincode ELOTRIX2. Hab das gefunden und denke, 33% Rabatt. So fühlst du dich. Schön, leck mich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Es gibt eine Trophäe. Nimm Franks Notiz, nachdem sie weggeworfen wurde. Ja, moin. Das ist, by the way, erst die zweite Trophäe. Da sind die ganz schön sparsam. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt Ritter? Du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas! Gib Gas! Super. Hey, ganz toll, Kleine. Bill, lass gut sein. Ellie, wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Da drüben, Vorsicht! Oh Mist! Okay, das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Schieb weiter! Hey, am Haus vorbei, rechte Seite! Beeilen. Schieb weiter. Was ich an der Shotgun echt crazy finde, dass die einfach Klicker one-shotten kann in den Kopf. Sehr lecker, Mäuchen. Du hast mir den Tag versaut. Das weißt du, Joel. Hä?
Die andere Seite, links! Sie muss auf den Hügel. Geben einfach keine Muni, die Arschlöcher. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Phil? Ja, und die Infizierten hören das auf. Wir müssen in den... Los, raus! Gib Gas! Wir kommen auch super durch, ne? Stopp! Lass einfach laufen, okay? Wurde da der A-Knopf angezeigt? Nee, Dreieck, oder? Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Aus Versehen auf einfach gestellt? Nee, das nicht. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Jetzt kommt eine gute Szene, auf die wir uns alle gefreut haben. Cheat Meat. Aufpassen. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsche. Und tschüss, Mann. Das Gesicht. Sehr geile Reaktion von ihm. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Bin ich mal müde. Klasse. Und jetzt? Woher will die in dem Alter wissen, dass es klebt? Bro, die ist 14, nicht 8. Alter, ist die Grafik geisteskrank. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Hilf
Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Big Hulk, ich habe mit Far Cry 3 angefangen. Komm raus, schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Alter, ist die Grafik insane, ey. Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Du Drecksau. Liegt ja auch dieses Nachladegeräusch von Sniper oder Shotgun Chat. Alter, da auch eine Shotgun. Finde ich ziemlich unfair, wenn ich ehrlich bin. Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ich passe auf. Hier. Okay, ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Nicht so clean, wie es geht, ja, aber... ich glaube schon. Gut, sehen okay. Wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Wird mal echt Zeit für die Holzer.
Es muss einen besseren Ausweg geben. Gar nicht so schlecht, die Ausbeute. Carsten mit K, System gedrippelt. Buza, nein. Dreieck gedrückt halten, alles aufheben. Stimmt, das war auch bei Assassin's Creed Origins war das auch so. Das nenne ich doch mal eine leckere Schublade. Deshalb immer looten, looten, looten. Chat, gerne nochmal nachluschern. Vielleicht ist euer Prime-Sub ready, Twitch Prime und in die Unsterblichkeit als Supporter rein. Mann. Danke noch für den ganzen Support, der heute reinkam. Die ganzen Subarinos und. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Bits und Donations. Rauchbomben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Mhm. Auf entspannter Rino. Oh, jawohl, das nächste Werkzeug. Nice. Mirox, danke noch für 2 Monate. Der zweite ist der wichtigste. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten.
Und bringst du viele Unschuldige um? Versteh es, wie du willst. Messer voll. Hier schlafen diese Typen wohl. Da craften wir uns doch nochmal. Oder schließen. Ein Messerchen. Oh, Kampfheftchen. Medikit verbessert. Medikits sind jetzt 33% stärker. Oh, wir können uns nichts Nützliches craften. Warum nicht 44%? Gute Frage, nächste Frage. Nochmal 30% weniger Rückstoß. Ein Schuss mehr im Magazin. Oh, Feuerrate. Kann ich mir beides leisten? Alter, ich kann mir beides leisten sogar. Ja, ich glaube, ich hole mir das beides. Weil die Feuerrate ist manchmal schon echt langsam, wenn zwei Zombies so schnell hintereinander kommen. Passt perfekt. Ah, kommt jetzt nicht gleich die Szene auf dem Dach? Oh, ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Grafik 1A, ja. Wunderschön. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Ah, pfeif drauf, Digga. Das ist Wahnsinn. Hui. Finde einen Comic. Ja, moin. Ersten Comic gefunden. Safe schon ein paar verpasst. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle.
Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Yeah. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Hier, Munition! Ah, das war sein Arm und sein Kopf. Na gut. Null Held. Ja. Nur ein Kratzer, ja. Der steht gleich wieder auf. Sorgt für bessere Durchlüftung. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Ich will ne Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Austrinken. Aha. Warum steht das Pilz im Wald? Weil, Tannenzapfen. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Oh nein, das war falsch, warte. Ich lese nochmal. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Ach, ich hab's versaut. Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Oh. Trench Open. Der ist furchtbar. Selber furchtbar. Verstehst du überhaupt, was das heißt? Nein, aber egal. Okay, genug. Erstmal. Ja, es gibt eine Trophäe, wenn man sich alle Witze anhört. Naja, überlebe alle Witze von Ellie. Da können wir uns ja freuen.